Gut, einfach nur des Spaßes halber probiere ich es jetzt einfach mal. Es wird wahrscheinlich eine Katastrophe werden, aber Bautz kann ich nicht nehmen, weil Bautz ist nicht dabei. Ich würde Bautz gerne nehmen, allerdings ist Bautz nicht hier. Da müsste ich komplett wieder zurückgehen und dann wieder hierher. Und deswegen, ich probiere es einfach mal. Das ist Challenge-Time, Leute. Ich bin der Einzige, der hier Challenge macht. Kein anderer hat es bisher so versucht wie ich. Sobald der Ball blinkt, genau, ja. Drücke während des Kampfes den Y-Knopf, um die Zugreihenfolge der Pokémon zu überprüfen. Ist die Initiative eines Pokémon ausreichend hoch, kann es sogar mehrmals hintereinander zum Zug kommen. Bestimmte Attacken und Items können die Zugreihenfolge ebenfalls beeinflussen. Okay, es ist Level 12, ist also irgendwie schon machbar. Heißt aber nicht, dass ich es schaffe. Seht ihr? Gut, ich könnte Ruckzuck-Hieb machen, damit wäre ich auf jeden Fall am schnellsten dran. Also damit könnte ich auf jeden Fall jetzt angreifen, weil... Ah, nee, ich darf zweimal angreifen. Okay, warte mal, dann machen wir Wasserdüse. So. Aber dann hat das ja... Stimmt, dann hat Ruckzuck-Hieb ja überhaupt keine Wirkung mehr. Weil Ruckzuck-Hieb war bisher ja immer so gewesen, dass wenn man Ruckzuck-Hieb einsetzt, hat man eine Erstschlagsgarantie. Heißt, wenn ihr Ruckzuck-Hieb auswählt, seid ihr immer als erstes dran mit angreifen. Es sei denn, der Gegner nimmt auch Ruckzuck-Hieb, dann kannst du natürlich variieren. Dann geht es natürlich nach Tempo des Pokémons. Aber in diesem Falle würde das ja gar nichts mehr bringen. Dann nehme ich nochmal Wasserdüse. Ich werde zwar jetzt... Also mein Barmelin wird verrecken, ist aber in diesem Falle jetzt eigentlich egal. Ich muss halt ein anderes Pokémon noch nehmen. Ich wusste ja, dass es nicht so einfach wird. Burmi? Ja, effektiv, ja gut. Ich habe nichts anderes Effektives, ne? Ach doch, Bidiza hat eine Gesteinsattacke. Stimmt. Aber ob die wirklich viel nützt, weil Bidiza ist nur Level 9, ne? Gut, wenigstens darf ich angreifen. Anfangen. Und tschüss. Ein Volltreffer, natürlich. Ich habe so ein Glück. Gut, aber wir schaffen es trotzdem. Es wird, ja, es ist natürlich kein schöner Kampf, weil wir hier zwei Pokémon schon haben flöten gehen lassen. Aber es ist wenigstens schon irgendwie machbar. So, besiegt. Gut, dafür kriegen wir viele Level ab. Nice. Nicht gewohnt, dass ich mein Haushalt mache. Das bin ich auch nicht gewöhnt. Ich muss auch mal so Haushalt zu Hause immer selber machen. Einfach unglaublich... das sagt sie wieder. Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand ein Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Kannst du bitte die ganze Zeit bei mir bleiben und jedes Mal meine Pokémon heilen, wenn ich es für richtig empfinde? Mai? Was in aller Welt? Damütier. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Damütier. Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als wenn der Weihnachtsmann etwas mit seinem Rentier gehabt hätte. Und das dabei rausgekommen wäre. Es sieht aus wie eine Mischung aus Rentier und Weihnachtsmann, oder? Oder nicht? Vielleicht ist das das uneheliche Kind vom Weihnachtsmann und dem Rentier. Rudolf. Er hatte eine Affäre mit Rudolf. Also sieht es echt aus. Finde ich. Guck doch mal. Es sieht dich mit solcher Güte an. Dafür solltest du dankbar sein, Doffy. Alles klar. Entschuldigung, ich sage auch nur das, was ich denke. Das, was die Stimme in meinem Kopf mir sagen. Sieht aus, als hätte Damitere dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Hin und wieder kommt es vor, dass Damitier Menschen auf sich reiten lässt, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend. Dieses Damitier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten. Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Okay. Also Alola, die wissen auch schon anscheinend von Alola Bescheid. Von der Alola-Region.
Das ist auch interessant, ne? Wir wussten ja jetzt auch nicht, wie weit die anderen Regionen hier thematisiert werden. Wir wissen ja nur von der Hisui-Region da hier in dem Fall. Aber tatsächlich haben die jetzt auch irgendwas von Alola-Region erzählt. Ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Professor Laven, Toffi! Ich bin auf Befehl von Kommandantin Celestis hier. Sie meinte, sobald Toffi seinen Auftrag erfüllt hat, können wir hier ein Basislager errichten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben. Aber ist es wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Hisui wurde vom ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein, wenn ihr dieses Land nutzt. Außerdem scheint der Dummy-Tier auf Toffi wohlgesinnt zu sein. Jedenfalls vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamant-Clans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Ja, solange es nichts Klamottentechnisches sind, weil die finde ich von ihr irgendwie jetzt nicht so praktisch. Für mich persönlich. Weihnachtsmann und Koka gehen. Weihnachtsmann, sag mir, warum bist du so schlau? Oh Gott, das ist wieder ein Ohrwurm. Irgendeiner von euch wird jetzt diesen Ohrwurm haben. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich euch gerne gegeben. Wenn wir Seite an Seite mit den Pokémon leben wollen, dürfen wir sie nicht fürchten. Wir müssen sie besser verstehen und dafür brauchen wir einen vollständigen Pokédex. Wenn der Bautrupp hier eintrifft, werden sie sich um die Errichtung des Basislagers kümmern. Entschuldigung. Das war nur eine tolle Kinderserie. Ja, also unsere Generation kennt die halt wirklich noch ziemlich gut. Und die kommt ja jedes Jahr wieder. Das Basislager auf der Geweihanhöhe ist fertig. Wäre es, wenn wir mit ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Hä, ich habe dafür gesorgt, dass wir hier die Basis hinpacken können. Wie darf ich mir den Namen vielleicht selber aussuchen? Ich möchte sie gerne McDonald's nennen. Hier soll später mal der erste McDonald's stehen. Zierpurze Burger? Schmeckt doch bestimmt auch ganz gut, oder? Wenn du Jubeldorf verlässt und als Ziel die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundungen ab jetzt von hier aus beginnen. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Das war gute Arbeit. Treffen wir uns doch später bei der heißen Kost, ja? Wieder mit Kartoffelmochi. Ja. Ich sammle gerade irgendwie voll die Kohle. Ich gebe sie nämlich nie aus. Ist wirklich so. Ja, 460 Punkte. Das ist jetzt nicht ganz so viel, aber ich habe ja auch nicht so viel gemacht, ne? Ich hätte auch viel mehr Pokémon fangen können. Jetzt wird erstmal heiße Kost gegessen. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffeln. Die essen jeden Tag das Gleiche. Ist ja langweilig. Was ist denn mit meinem Zirpurze-Burger geworden? Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ich habe doch ein paar gefangen. 3 Portionen, du weißt Bescheid. Ich meine, das sind ja auch nur Tiere. Gut, Kartoffeln. Gibt es ein Kartoffel-Pokémon? Es gibt ein Eis-Pokémon, ja? Also, es sieht aus wie ein Speiseeis. Ein Pokémon, ja? Und es gibt eins, das sieht aus wie Müll. Da gibt es bestimmt auch ein Kartoffel-Pokémon, oder? Welches Pokémon sieht am ehesten aus wie eine Kartoffel-Chat? Ihr müsst jetzt mal sagen. Habt ihr von diesem Axantor gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollten die Lage heute Morgen genauer unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Der Sanitätstrupp hat nun alle Hände voll zu tun, damit sie wieder zusammenfliegen. Du redest von dem Axantor, das von einem heftigen Blitzeinschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Mir sind ein paar Berichte zu Ohren gekommen. Nun, für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zur Stelle. Natürlich ist es gefährlich, unbekannte Pokémon auf die Spur zu gehen, aber wir haben ja Toffi an unserer Seite. Unser Mädchen für alles. Aber die Stärke dieses Axantors soll dir die eines Elite-Pokémons bei weitem übertreffen. Als Forschungstrupp ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um dem nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Hm.
Was, gibt es Pokémon, die drei Pokémon in die Erde graben? Keine Ahnung, wie es heißt. Dictry. Ach, stimmt. Die Dictry. Stimmt. Aber sind das Kartoffeln? Die sehen eher aus wie Würmer oder sowas. Ich will eins, das aussieht wie so eine Kartoffel. Vielleicht in der nächsten Pokémon-Generation. Vielleicht kommt dann eins. Es gibt auch eins, auch das aussieht wie ein Apfel. Das heißt sogar Knapfel, glaube ich. Guten Morgen, Toffi. Du solltest dich schnell ins Büro des Expeditionsleiters aufmachen, bevor er zu seinen Sumo-Techniken an dir ausprobiert. Entschuldige mal, ich bin am Pennen. Ich mache hier die ganze Arbeit und ich darf noch nicht mal ausschlafen. Sollen wir wieder unseren Schuhtrick machen? Ich versuch's nochmal. Ich versuch das Spiel zum Absturz zu bringen. Ich will, dass er einen Schuh anhat und der andere nicht. Das geht nicht, ne? Kokowai. Ja, das ist ja Eier. Oder Kokosnüsse. Ne? Owai sind Eier und... Na, wir haben keine Kartoffel. Uns fehlt noch eine Kartoffel. Ein Kartoffel-Pokémon. Ne, unseren Schuhtrick kriegen wir nicht mehr hin. Ne. Ich würde gerne, dass er einen Schuh anhat und einen nicht. Aber es geht nicht. Schade. Maulwürfe. Stimmt. Dictry könnten auch Maulwürfe sein. Aber auf jeden Fall keine Kartoffel. Dann auf zum Hauptsitz. Diam. Okay, jetzt habe ich Bock auf Dime. Kennt ihr das? Dime? Das ist ein Schokoladenstückchen. Na, ist euch endlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinus zu verehren? Wer ist denn das jetzt? Perla. Sagt derjenige, der ein Sinnoh verehrt, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, ist das einzig wahre, ehrwürdige Sinnoh. Pah, ihr könntet so viel Raum haben, wie ihr wollt, und ihr wüsstet noch nichts Vernünftiges, damit anzufangen. Ach, und du willst mir weismachen, ihr wüsstet etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist? Ha, immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarte Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perlclan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Ach, wie bitte? Das ehrwürdige Sinnoh hat uns vom Perlclan mit diesem Raum und damit mit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Die sind ganz schön kacke, die beiden. Ne? Ich mag sie beide nicht. Schluss damit! Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diesen sinnlosen Diskussion mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinnoh dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer, ich gehe jetzt zur Expeditionsleiter Denboku. Unfassbar, du hast diesen Streit doch vom Zaun gebrochen. Okay, die beiden sind echt strange. Sobald die zwei sich begegnen, ist die Stimmung im Eimer. Das Mädchen von eben, dem der Raum so wichtig war, heißt Perla. Sie ist das Oberhaupt des Perlclans. Der Mann, der ständig von der Zeit gesprochen hat, ist Diam. Das Oberhaupt des Diamantenclans. Die Namen lassen sich gut merken, nicht wahr? Die zwei Clans tolerieren sich gegenseitig, wenn auch gezwungenermaßen. In der Vergangenheit sollen sie sich aber gekriegt haben. Naja, viel wichtiger ist jetzt der Boss. Expeditionsleiter Denboku will dich sehen. Du solltest lieber schleunigst in sein Büro gehen. Ja, dann. Die Streithähne kriegen wir bestimmt auch nochmal zu Gesicht. Da kann ich mich dann wirklich dann einklinken, oder? Darf ich Partei ergreifen? Ich finde aber ehrlich gesagt beide ziemlich kacke. Also ich würde jetzt, glaube ich, keinen von beiden irgendwie recht geben. Genau, ich muss nach oben. Jo. Ich gehe mal da lang. Da bin ich noch nie lang gegangen. Ich gehe mal rechts rum. Ein deutsches Pokémon, Kartoffel. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Brezel oder sowas. Eine Schweinshaxe als Pokémon. Sauerkraut. Oder einfach ein Schnapsglas. Die lieben sich bestimmt und deshalb zicken sie sich an. Oh, das wäre irgendwie voll süß, ne? Das wäre irgendwie voll niedlich. Achso, ich muss noch ganz oben. Entschuldigung. Da hoch. Schnapsi.
Schnapsi Mabuse. Okay, komm, wir haben sogar Namen. Ich reiche das bei Game Freak ein, okay? Ich schicke einen Brief hin mit Schnapsi Mabuse als Headline. Denn Boku, was gedenkst du gegen dieses in Rage geratene Axanthor zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das einst für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte, aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen, dir. Zeit ist ein wertvolles Gut. Wir sollten sie nicht verschwenden. Wie denkst du also, sollte ich mit einem König des Perlclans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perlclans geht, sind uns vom Diamantenclan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, so wie es zur Zeit unserer Vorfahren war. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamantclan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir vom Perlclan verehren? Ich habe es zwar gedacht, aber nichts dergleichen gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gerne wissen, warum ein König wie Axanthor derart die Kontrolle über sich verliert. Er hat wahrscheinlich euch beide streiten gehört und hat irgendwann mal so dermaßen Kopfschmerzen gekriegt, dass er in Rage gefallen ist. So wird's mir gehen. Das wüsste ich auch gerne. In der Geschichte des Diamantclans kam so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Das ist Toffi, das neueste Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Yona hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, der Damytias Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ja, allerdings, ich würde schon gerne mal wissen, wie das überhaupt zustande kam und wo ich herkomme. Ich bin Dia, am Anführer des Diamantenclans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir alles zu altbar. Der Riss im Raum-Zeitgefüge, heißt das womöglich, du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perlclans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Na gut, ich war halt einfach irgendwann mal da. Die gehen halt davon aus, dass ich aus dem Himmel gefallen bin. Vielleicht bin ich auch einfach nur aus einer Muschel hervorgekrochen oder sowas. Ich bin ja auch ein Alien. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axanthor zuerst ihm überlassen? Du willst König Axanthor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der behauptet, durch den Riss im Himmel gekommen zu sein? Ach, und wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Hisui zu stellen. Ja, so siehst du aus. Du hast überhaupt keine Chance in der rauen Wildnis mit deinen Hotpants. Ja, irgendwie das Gefühl, wenn du den Fingernagel abbrichst, brichst du die ganze Geschichte ab. Dann spricht ja auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, Denboku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltensamen Bälle wirklich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um uns den Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Sagt das der Frau, die das Kleinstein dafür verwenden will, damit ihr Obst und Gemüse nicht aus dem Topf fällt. Joa, koexistieren, ne? Solange du halt neben deinem Topf sitzt und es schön warm hältst. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Topf. Geh und finde heraus, was es mit Axanthor auf sich hat. Nee, hab ich schon verstanden. Als Fremder mit einer fragwürdigen Herkunft werden dir viele mit Argwohn begegnen. Ihr Vertrauen kannst du dir nur durch eines verdienen. Harte Arbeit. Der König des Waldes ist in Rage. Jo, ich mach das schon, wa? In der Tat, und je schneller das passiert, desto besser. Verschwenden wir keine Zeit. Der König des Waldes, Axanthor, ist ein Nachfahre der Pokémon, die einst vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielt. Seine Stärke wird also in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Ich habe ein wild gewordenes Relaxo gesehen, nur habe ich nicht gegen das gekämpft. Ich war schlau genug, um zu flüchten. Diamantclan und der Perlclan leben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition
uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihm zu pflegen. Verstehst du? Lass uns über die... Ach so, das sagt jetzt wieder sie. Entschuldigung. Ganz schön viel Text, ne? Lass uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Toffi. Komm in mein Büro. Ja, wir haben ja noch nicht genug gequatscht. Ah ja, ganz unten, ne? Ist das eigentlich mein Büro? Darf ich mir jetzt hier sitzen? Falls ich mal was recherchieren muss oder sowas. Falls ich mal was googeln muss. Aber das kann man hier ja nicht, ne? Ist ja alles viel zu früh. Da gab's noch kein Google. So. Ich trinke noch einen Schluck. Ganze Reden vorlesen macht, ne? Trockene Kehle. Toffi. Professor Larven, die Auftragsbesprechung bitte. Well then. Toffi, du solltest Axanto erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit einem außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axanto angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt immense Gefahr. Bist du dafür bereit? Ich frage mal, ob ich eine Wahl habe. Es würde mich schon mal interessieren. Nein, ich werde die nötigen Informationen mit dir teilen und du wirst die Mission erfüllen. Boah, die ist so arschig zu mir, ne? Ich will ja unbedingt mal eine pfeffern, allein schon, damit sie einen anderen Gesichtsausdruck bekommt. Ich sag ja, das gibt Falten. Der Diamant-Clan und der Perl-Clan halten die Pokémon, die sie Königinnen und Könige nennen, für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstätte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar und richten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht könnten wir mit Axanto fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt für eine Riesenpause? So Opfergaben? Muss man das erstmal sacken lassen? Toffi, wir haben ja das mit dir zu besprechen. Die Sache ist die. Hinter dem Riss im Raum Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemanden so bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axanto nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfect timing, Dia. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel gehört, was? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass sie eure Hilfe begrüßen würden, auch wenn sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam. Aber solange wir alle hier in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit so einem starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axanto solltest du beim Baumriesenkampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Toppi. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Über sein geliebtes Axanto wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihn nur danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst es bestimmt. Bis später. Aber ob ich das so schnell schaffe? Für Feuerriegel entschieden. Ist bestimmt eine gute Wahl. Solange es nicht Otaro ist. Nein, Otaro ist auch ganz cool. Aber war wie gesagt für mich das Schlechteste von den drei. Schade, dass es keinen neuen Starter gibt. Ja, aber ich finde es wenigstens mal schön, dass sie mal drei unterschiedliche genommen haben und nicht schon wieder die gleichen Starter wie aus Pokémon Perle und Diamant, weißt du? Sie haben uns gesagt, was sie sagen. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten und haben sich dann sofort vom Acker gemacht. Für sie ist die Zeit wohl wirklich kostbar. Diam und Jona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du der Sache mit Axanto auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen.
Die neuen Anhöhenbasis eignet sich bestens als Ausgangspunkt, wenn du dich zum Baumriesenkampffeld machst. Und schau am besten auch mal bei der Weide vorbei, um sicherzustellen, dass du die richtigen Pokémon dabei hast. Endlich! Meine Güte, das war ja jetzt echt ein Kampf, oder? Keine neuen Nebenmissionen, ja, ist nicht so schlimm. Boah, war das viel Gerede. Das bin ich ja noch von den alten Pokémon-Spielen noch nicht mehr so gewohnt. Otero ist cute. Was? Ja, Otero an sich ist schon cute, aber die Weiterentwicklung, die dritte Entwicklung ist kacke, finde ich. Leere deine Tasche. Danke, stimmt. Danke nochmal für den Hinweis. Ich habe Perl und Diamant als einziges nicht gespielt. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen weitergemacht mit dem Spiel, weil ich den Untergrund noch nie angeguckt habe. Und der macht tatsächlich sogar ein bisschen Spaß. Und fällt euch denn gerade auf, dass Toffee total... Wie lang kann man so stehen mit offenem Mund, bis es total komisch wirkt? Wirkt schon komisch, oder? Okay. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche nur wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Das ist eine Dauerwerbesendung, oder? Kennst du das? Was? Kann man eigentlich bei strahlender Diamant und leuchtende Perle mittlerweile tauschen? Konnte man das nicht? Konnte man das nicht? Das konnte man doch. Doch, ich habe ja getauscht. Ich habe getauscht. Das kann man tatsächlich, doch. Ich habe auch schon getauscht in dem Spiel. Und das ging schon immer, aber eigentlich. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Oh mein Gott, das geht wirklich? Ich sag ja, so eine Dauerwerbesendung, so kommt's ein bisschen. Wundertausch. Nee, das geht nicht. Wundertausch geht, glaube ich, nicht. Deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Poké-Dollar. Bist du damit einverstanden? Wucherpreis. Unterweisung. Machst du dir größer oder nicht? Eine kluge Entscheidung. Dann schenk mir kurz deine Aufmerksamkeit. Eine Itemart mehr in deiner Tasche verstauen. Siehst du? Kaum hast du den Dreh mit der neuen Aufbewahrungstechnik raus. Schon passieren. Wir passen viel mehr Items hier. Viel mehr. Eins. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kann ich dich in der nächsten Stufe der Kunst der Aufbewahrung unterweisen. Was sagst du? 200 Pokédollar, oder? Sollen wir das jetzt so oft machen, bis wir genügend Platz haben? Also, hier, Black BMW Driver. Ich habe meine Tasche jetzt einfach erweitert. Ich muss nichts wegpacken. Ich erweitere einfach 50 Mal meine Tasche. 300 Pokédollar. Okay, Stunden später. Ich habe noch ein bisschen Geld, wa? Ja. Und sonst so? Wann habt ihr das letzte Mal eure Tasche erweitert? Jetzt achte ich irgendwie gerade gar nicht mehr auf den Preis. Nicht, dass er irgendwann mal 5000 Euro oder sowas sagt. Und, ich sag dann, okay, aber jetzt hier 1000. Okay, aber das geht immer noch. Ich gebe mein Geld ja nicht aus, Toffee 2022. Ja, und bis jetzt gab es ja keinen wirklichen Grund. Ich habe ja schon die geilsten Klamotten der Welt. Übrigens ist euch aufgefallen, dass ich vom letzten Stream bis heute die Klamotten geändert habe. Das Oberteil ist ein Knackrack-Oberteil und die Hose ist ein Fukano-Hose. Knackrack-Oberteil und Fukano-Hose. Richtig geil, ne? Ich sehe jetzt richtig schnieke aus. Mit der Maske auch noch. Perfekt. 2000. Och, das leisten wir uns auch noch. Komm. Wir haben genug. Platz ist wichtig, ja. Das glaube ich dir sogar wirklich. So, was kostet es? 2500? Ach komm, das auch noch. Ich bin heute ein bisschen verschwenderisch, kann das sein? Die Maske ist geil. Die ist wirklich geil, ne? Ich finde die mega cool. Die habe ich auch bei Monster Hunter Rise. Oder zumindest eine ähnliche. Was würde das nächste kosten?
3000. Nee, komm, jetzt reicht's.